sind das Scheinargumente. Jetzt will ich da mal gegenhalten. Ja. Ich erinnere mich an eigene Prozesse, die ich mitverfolgt habe vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf, das Sie kennen, wo Terroristenprozesse und Islamistenprozesse stattgefunden haben. Und da wurden dann an bestimmten Stellen immer Tonbandmitschnitte des großen Bruders in Amerika eingespielt, die das irgendwann abgefangen haben, wo irgendwelche Menschen hier bei uns mit Herrn Al-Zarqawi oder wie sie alle heißen, im Nahen Osten telefoniert haben. Und diese Telefongespräche haben mitgeholfen, Leute hier hinter Schloss und Riegel zu bringen, von denen man durchaus annehmen kann, dass sie da besser aufgehoben sind als draußen. So. Das heißt, wir lassen die Amerikaner da die Schmutzarbeit machen und wir tun es nicht. Ist das nicht auch eine Haltung, die eigentlich nicht geht? Also man kann ja nicht sagen, wir wollen nicht, dass Telefongespräche abgehört werden. Es gibt ja, das habe ich gesagt, etablierte Methoden der Polizeiarbeit und auch der Geheimdienste. Also dass nicht abgehört werden kann, wäre zum Beispiel keine Position der Piratenpartei. Mhm. Es darf nur nicht mit dem Gießkannenprinzip alles abgehört werden. Also dass auch unbescholtene Bürger sozusagen unter Präventivverdacht, Generalverdacht gestellt werden, sondern es muss halt gezielt geheimdienstlich und insbesondere auch polizeilich gearbeitet werden. Das bedeutet, wenn ich das, was wir Strafrechtler den Anfangsverdacht nennen, habe, dann kann das natürlich auch gemacht werden und muss auch gemacht werden. Nach meiner Kenntnis ist es auch so, dass die allermeisten Ergebnisse, die zu verwertbaren Fahndungserfolgen geführt haben, aufgrund gezielter Überwachung stattgefunden haben und nicht aufgrund des Gießkannenprinzips. Warum profitieren die Piraten? Sie haben jetzt gerade mir ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, mit dem Sie gesagt haben, naja, wir profitieren ja schon. Aber jetzt könnte man andersrum fragen, Sie standen mal zweistellig. Warum profitieren Sie nicht so stark von diesem Thema, was da ist, wie Sie das eigentlich sich wünschen würden? Dieses Thema, das muss man ganz klar sagen, ist keines, das man innerhalb von 3 Monaten komplett aufarbeiten kann. Ich erfahre zum Beispiel sehr aus Gesprächen mit den Bürgern immer, dass die Leute beschäftigt, die Menschen beschäftigt, aber dass das letztendlich erstmal in den Köpfen ankommen muss. Das ist kein Vorwurf, sondern das ist eine Feststellung. Zum Beispiel das Thema Volkszählung damals, Sie erinnern sich sicher auch. Natürlich. Ich habe nicht mitgemacht. Ja, wir haben beide ein Bußgeld angedroht bekommen, wahrscheinlich. Es ist ganz einfach so, dass dieses Thema erstmal sickern muss und ankommen muss. Und bei der Volkszählung war es so, bei der Vorratsdatenspeicherung und bei ACTA war es immer so, es dauert etwas. Und der 22. September ist nicht das entscheidende Datum für mich. Dieses Thema wird uns über die nächsten Jahre begleiten. Und wenn die Menschen sagen, also jetzt reicht's, wir wollen das nicht mehr, dann wird uns das Thema auf die Füße fallen. Und wir wollen diejenigen sein, die dann auch sozusagen einen Aufklärungsvorsprung geleistet haben. Könnte sein, dass die Piraten auch Fehler gemacht haben. Das haben Sie jetzt so ein bisschen ausgespart. Danke für die Frage. Da scheue ich eine klare Antwort überhaupt nicht. Also das schlechte Ergebnis, das wir derzeit haben, liegt nicht an unserer Sachpolitik. Wir haben ein tolles Programm, das übrigens nicht nur im Internet abrufbar ist, sondern auch gedruckt, dicker ist als das anderer Parteien. Dieses Programm ist gut. Was wir als Fehler gemacht haben, ist ganz klar, wir haben eine verheerende Außendarstellung gehabt. Also die ganzen Skandale, die sich durch Talkshows und so weiter auch gezogen haben, haben sehr viel Vertrauen verspielt. Aber wir haben uns eigentlich relativ gut neu aufgestellt und diese Phase liegt hinter uns. Mir ist klar, dass man verspieltes Vertrauen nur sehr schwer wiedergewinnt. Aber wir haben zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen ein Team unter den Spitzenkandidaten, bei dem man nicht sagen kann, ihr seid die Träumer und Sandalenträger. Also in unserem Team. Jetzt haben Sie gerade Sandalenträger diskriminiert, Herr Fett. Ja, ich schätze gewisse Sandalenträger persönlich sehr, aber sie haben der Partei nicht unbedingt genutzt. Was ich kurz noch sagen wollte, ist, wir haben unter den ersten 6 Kandidaten hier in Nordrhein-Westfalen 3 Juristen, 1 Krankenpfleger, 1 Wissenschaftler und als Spitzenkandidatin sogar noch eine Steuerfahnderin. Also ich glaube schon, die Berufe und die Vita, wenn sie sich durchsehen und vielleicht auch mein Alter, spricht etwas dagegen, dass wir eine Partei der Träumer sind, die mit dem wirklichen Leben nichts zu tun haben. Wir wollen das in Zukunft zumindest nicht mehr sein. Ist die Art, wie Sie Mehrheiten finden, auch wie Sie Themen vorantreiben, parteiintern richtig? Also ich habe mein letztes Erlebnis auf dem Bundesparteitag in Bochum gehabt und ich gebe zu, vielleicht bin ich zu alt dafür, ich habe ein bisschen Mühe, diese Art der inhaltlichen Schärfung, weiß gar nicht, was ich sagen soll, ob ich sagen soll, ernst zu nehmen, das wäre zu arrogant, aber ich habe Mühe damit. Lassen wir so stehen. Sie auch?
Ja, teilweise, weil es ermüdend und auch sehr anstrengend ist, immer alles sozusagen von der Basis nach oben zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen. Allerdings ist mir diese Ermüdung mehr wert als zum Beispiel die Praxis anderer Parteien, die zum Beispiel Spitzenkandidaten installieren und dann sagen, dieser Spitzenkandidat... Jetzt fragen wir mal die Partei. Irgendwann, wir machen demnächst einen Parteitag, aber schon mal verkünden, das ist unser Spitzenkandidat. So wollen wir eigentlich nicht sein und da muss man halt auch diese Anstrengungen in Kauf nehmen. Ganz klar ist, wir sind eine junge Partei, wir haben keine hauptamtlichen Mitarbeiter. Wir haben 28.000 Mitglieder mittlerweile und es ist unsere Aufgabe, jetzt hier auch Strukturen zu finden. Es wird auf Dauer sehr schwierig sein, alles absolut basisdemokratisch immer in großen Veranstaltungshallen auszubaldowern, weil dann könnte keiner von uns einem bürgerlichen Beruf mehr nachgehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir zum Beispiel auch durch die ständige Mitgliederversammlung, die ja nicht vom Tisch ist bei uns, also die Online-Mitgliederversammlung und Mitgliederbefragungen, hier tolle Tools finden werden, um das, was wir als Prinzip haben, nämlich mehr direkte Demokratie, nicht nur bei uns durchzusetzen, sondern dann hoffentlich auch in der Politik. Das heißt aber, Sie verteufeln die repräsentative Demokratie, die ja durchaus etwas für sich hat, auch nicht vollständig, sondern Sie wollen die negativen Elemente der repräsentativen Demokratie, die zu einer Hinterzimmerdemokratie werden kann, die wollen Sie verändern. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir sind eigentlich im Moment die Wertkonservativen, weil wir öfter ins Grundgesetz gucken als andere und das nicht nur in Sonntagsreden verwursten, sondern auch sagen, wir müssen uns daran halten. Und das gilt auch für die Prinzipien des Grundgesetzes. Das Grundgesetz ist eine tolle Verfassung, nur wir sagen ganz in der Tat, es kann nicht sein, dass der Bundestag zum Beispiel keine praktische Rolle mehr spielt, dass alles in Regierungskreisen und in Ausschüssen diskutiert wird und der Bundestag dann gewisse Dinge nur noch abnickt. Da müssen wir natürlich erstmal als Partei selbst ein Vorbild sein. Wir wollen allerdings die parlamentarische Demokratie nicht abschaffen, sondern wir sagen, es gibt genug Möglichkeiten, die Bürger direkt zu beteiligen. Das ist auch möglich, zum Beispiel durch Befragungen von Bürgern. Es müssen ja immer keine formellen Abstimmungen sein, aber insbesondere halt auch durch die Möglichkeit der Volksabstimmung. Für die sind wir uneingeschränkt. Wenn ich Ihnen vorhin zugehört habe, habe ich ein paar Mal gedacht, und er hat ja schon auf dem Stuhl gesessen, oder beide, an die ich gedacht habe, sowohl Gerhard Rudolf Baum als auch der frühere Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen, Burkhard Hirsch, hätten mir bei bestimmten Punkten ähnliche Antworten gegeben wie Sie. Haben Sie früher mal FDP gewählt, diese Form der FDP? Ich habe das nie abgestritten, dass ich früher mal FDP gewählt habe. Ich war nie parteipolitisch aktiv, aber ich habe bis in die 2000er Jahre hinein durchaus dieser Partei meine Stimme gegeben. Heute würde ich es nicht mehr tun, weil ich glaube, dass die FDP einfach ihr liberales Profil nicht nur verloren hat, sondern auch die wirklichen Kernziele, nämlich Liberalität und die Verteidigung der Freiheit und der Grundrechte, nicht mehr ernsthaft betreibt. Da gibt es nur noch eine Politikerin, das ist Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die jetzt auch im Wahlkampf sehr deutlich vorgeschoben wird. Aber der Rest der FDP, glaube ich, interessiert sich für das Thema nicht mehr ernsthaft. Deswegen finde ich, dass man bei den Piraten, ich zum Beispiel bei den Piraten, besser aufgehoben sind, denn das ist für uns eines der Kernthemen. Muss man Politik lernen? Ja, das tue ich durchaus. Es ist interessant zu erfahren, wie Entscheidungsabläufe stattfinden, jetzt zum Beispiel in der Piratenpartei. Aber ich erfahre zum Beispiel hier auch von unseren 20 Abgeordneten, die ja bereits nun über ein Jahr im Landtag sitzen, mit denen sie auch sehr viel zu tun haben, wie mühselig und schwierig der parlamentarische Betrieb ist und wie leicht man sich da auch verliert. Die lernen, dass man den Haushalt auch schon vorher kennen konnte. Man musste nur reingucken. Übrigens, Stichwort Transparenz. Ja, also ich kann das dementieren. Also das ist eine Legende, dass die Piraten den Haushalt nicht gelesen hätten. Aber es ist schwierig und da muss man natürlich anfangen. Und deswegen sage ich ja auch ganz klar, wir werden gebraucht als neue, frische Kraft, insbesondere vor der Möglichkeit, dass es demnächst eine große Koalition gibt, um einfach auch frischen Wind in die Politik zu bringen und den Einheitsbrei nicht zu groß werden zu lassen. Dazu werden wir gebraucht, aber ich sage das, wie auch andere, wir müssen da viel lernen. Und ich sage auch ganz klar, weil Sie ja vorhin das Tal angesprochen haben, in dem wir uns ein bisschen hineinmanövriert haben, wir haben uns das mitunter auch einfacher vorgestellt. Aber wir betrachten uns als lernfähig und wollen gerne im Bundestag zeigen, dass wir das sind und dass wir konstruktive Politik machen können. Was machen Sie, wenn Sie nicht reinkommen? Oh, für mich geht das Leben weiter und für die Piratenpartei auch. Und die Piraten und ich werden auch weiter ein gemeinsames Leben haben. Das kann ich versichern. Ganz schnell, was wäre das Erste, wenn Sie denn reinkommen? Was machten Sie dann? Ich würde versuchen, in den Innenausschuss zu kommen und mich mal richtig mit Herrn Profalle anzulegen.
Ich bedanke mich, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Das war der Beginn, oder da sind wir mittendrin, die kleine Serie, dass wir Ihnen die Menschen vorstellen, die aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin wollen. Heute war Udo Vetter. Dem danke ich und Ihnen wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Dankeschön. Danke.